Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Tell Me Why. Ja, wir sind jetzt hier stehen geblieben. Ich musste gerade noch mal ein paar Sachen neu machen, weil das echt blöd. I'm sure it's still there. I should check our bedroom upstairs. Das echt blöd abgespeichert hat. Da habe ich jetzt diesmal nicht drauf geachtet gehabt. Ja, ich würde sagen, also ich habe hier unten ja alles angeguckt, soweit. Dann würde ich jetzt nämlich in das Zimmer gehen. Aber ich weiß gar nicht, ich hatte das Gespräch noch nicht, was ich zuletzt mit... Nee, schade. Das Gespräch hatte ich jetzt noch nicht. Wieder. Wir sind ja zuletzt, also in der letzten Folge hatten wir ja noch ein Gespräch mit Allison, bevor ich halt die Folge beendet habe. Und ja, das hatte ich bis jetzt, also das hatte ich jetzt nicht wieder. Ich warte darauf eigentlich, dass dieser Punkt kommt, aber bis jetzt, naja. Wir werden sehen. Ja, ich habe ihn ja auf jeden Fall aufgenommen gehabt. So, dann wollen wir mal ins... Marianne's room. Let's not go in there until we absolutely have to. Agreed. Okay, das ist also das Zimmer der Mutter. Gut, dann bleibt uns ja jetzt erstmal nur noch nach oben zu gehen. Oben ist ja unser Zimmer. Haben wir hier oben noch irgendwie sowas? Nee. Und kann ich jetzt mit dir? Ich kann immer noch nicht mit ihr reden. Das ärgert mich jetzt ein bisschen, aber gut. Alles andere haben wir ja hier jetzt. Dann geht's ab nach oben. Okay. Dass das alles so hart liegen geblieben ist, ne? Ne, Jahre, hier ist so eine kleine Höhle, die sie sich gebaut haben. Hier ist der Absatz. Das ist echt cool eigentlich, das Haus. Viel Spielzeug, viel... Also die hatten so gesehen die ganze Etage für sich. Where'd you come from? Das ist schon nice. Yo, what are you doing down there? What do you think I'm doing? Trying to figure out if anything in Marianne's mess is worth keeping. Any progress? Not really. What about you? What are you doing up there? Übernahme der Weltherrschaft. Ich schaue in unser Zimmer. I'm tired of her mess. Let's dig into ours. Right. Guess it's time to mainline nostalgia. Ich habe übrigens mitgekriegt, dass das Kapitel 2 und 3 jetzt demnächst auch folgen werden. Also so gesehen, wenn ihr dieses Let's Play seht, dann sind alle Kapitel soweit schon draußen und es wird halt nicht irgendwie gestoppt oder dauert etwas, bis das Let's Play fortgesetzt wird, wie bei Life is Strange. So, dann öffnen wir mal unsere Vergangenheit. Now this, this feels like home. Wir hatten immer noch nicht dieses scheiß Gespräch mit ihr. Na, sag mal, Mädel! Tyler, do you copy? If we don't move fast, this whole thing is going to melt. Do you copy? Ksh, copy, Allison. Gonna get this thing moving soon. Don't want the Mad Hunter to catch us. Over. The Mad Hunter. Ugh, he still gives me the creeps. I wish I could forget about him. Ja, die Mutter hatte denen ja immer so eine Gruselgeschichte erzählt von, hallo? Einem dunklen Jäger. Was will sie denn von mir? Jetzt geht sie wieder raus? Was ist denn mit ihr? Sie drängt hier voll und so. Wir versuchen immer eben... Sie guckt sich das hier einfach nur alles an. Gut, dann machen wir das auch. Gucken wir uns auch einfach alles an. Hey, the postcard we sent ourselves from Juno. Forever alone. What? We barely had any friends. We even had to be our own pen pals. Hm.
Hallo Allison und Olli. Wir schreiben euch aus der Vergangenheit. Wie ist die Zukunft so? Juno ist jedenfalls total cool. Wir sind mit der Seilbahn ganz... Look how small these beds are. We were so little. Yeah. Der Seilbahn ganz nach oben gefahren. Olli hatte Angst, das ist gelogen. Wir haben ein paar Bücher bekommen, aber als Mama abends im Restaurant gegangen ist, hat sie sie dort vergessen. Es war cool, auf der Fähre gab es jede Menge Wale. So ein Quatsch, die waren im Wasser, Dummkopf. Jedenfalls soll euch diese Postkarte daran erinnern, wie cool wir sind, vor allem ich. A und O, Allison und Olli, Ronan. Also die haben sich gegenseitig wohl die Postkarten geschickt, okay. Aber das ist gar nicht so ungewöhnlich. Ich habe da schon oft mit gehört, dass gerade Zwillinge nur unter sich bleiben. Hey, you. I just found your twin under the house. He's seen better day. Oh, this one wasn't mine. Nee, deiner liegt unterm Haus. Look, it's the game we made. Lusion Tramway. That game never made any sense. Didn't stop us from playing all day. Dude, we were kids. All we needed were rocks and bird feathers. Okay, die haben ein eigenes Spiel gebastelt. Erste Regel, entscheide durch Schere, Stein, Papier, wer zuerst geht, mit der Gabe der Stimme. Okay. Würfle und bewege dich entsprechend der gewürfelten Zahl weiter. 3, bezahle die Seilbahndame, um auf den Berg bzw. hinunterzukommen. 4, nimm den Rennschlitten, um den Berg herunter zu rutschen. 5, wenn du eine 1 würfelst, darfst du noch einmal würfeln. 6, wenn du wieder eine 1 würfelst, nimm eine Motorkarte, um mit dem Rennschlitten auf den Berg zu gelangen. 7, wenn du eine 6 würfelst, wirst du für 2 Runden zum wilden Jäger. Du kannst nicht abrutschen. 8, wenn du eine 3 würfelst, wirst du für 3 Runden zum Bär. Seilbahn und Schlitten können in keine Richtung genutzt werden. Okay. Hund ist am Hecheln. So much for my dream of being a hockey star. Marianne thought sports were too aggressive, too competitive, and too groupthinky. How did you convince me to let you put this up? It was my favorite movie, back then. You know, if there's one thing you gotta give Marianne, it's that she let us explore our artistic side. You should have seen Eddie's face when I tried to repaint his car. Yeah, I bet Uncle Eddie didn't appreciate your artistic touch. I'd rather you called him Chief Brown if you're gonna be an ass about it. Whenever we asked for a TV, she'd just bring home a big stack of books. I think she did us a favor with that one. You may not agree when we start digging into the HBO back catalog. We'll see. Ugh. Some of our old toys give me the creeps. Auf jeden Fall eine lebhafte Fantasie. Look what I found. What? Only our greatest creation, the Book of Goblins. Seriously? It was in that chest the whole time? All these stories. I had ideas for so many more. Marianne wrote a lot of them. Yeah. It's one of the only times I remember her being at peace. Das ist jetzt nicht deren Ernst, oder? Die Froschdame erhält die Gabe des Sprechens. Ja, der Bär und die Prinzessin. Die Biberdame repariert das Haus. Die Feier der Prinzessin. Die Kobolde und die Eishöhle. Die Prinzessin und die zwei Diebe. Die Prinzessin schließt neue Freundschaften. Die großen Pranken des Bären. Die Mondhexe verliert ihren Namen. Die Kobolde tricksen den wilden Jäger aus. Die Pelikandame hilft ihren Freunden. Die Kobolde erhalten ihre Stimme. Die große Froschdame wird bestraft. Die Kobolde retten die alte Biberdame. Die Kobolde verärgern den Eiskönig. Die Pelikandame verzeiht den Kobolden. Die Kobolde treffen den Eistroll. Die Kobolde tricksen den Bisam aus. Mein Gott. Der Elch lehrt die Kobolde. Der wilde Jäger erhält seine Hand zurück. Der wilde Jäger erhält seine Hand zurück. Ist sehr interessant. Warte mal.
Nächste Geschichte. Achso, kann ich so oder so wählen. Warte, Moment. Kann man das... Nein. Oh. Das kann ich alles lesen. Fuck. Aber vielleicht ist es wichtig. Also, okay. Lesen. Wir fangen an mit: Die Froschdame erhält die Gabe des Sprechens. Es war einmal in einem uralten und tiefen Wald eine große Froschdame, die in einem kleinen Teich lebte. Sie war ein friedliches Geschöpf, das den Großteil seiner Zeit damit verbrachte, zu fressen, zu schwimmen und zu schlafen. Als wenn sie von mir reden. Von der Morgen bis zur Abendröte tat sie alles, was kleinere Frösche auch tun. Nur eben größer. Sie aß mehr, sie hüpfte weiter, sie war klüger und machte eine Menge mehr Lärm. Alle Lebewesen im Wald konnten ihr lautes Quaken hören und sie alle waren glücklich darüber. Es war nämlich leicht, sich im Wald zu verirren, doch dank des lauten Quakens der großen Froschdame war es stets einfach, den Weg zurück zu ihrem Teich zu finden. Vielleicht wäre es anders gewesen, hätte die Froschdame auch nachts ihre Lieder gesungen, aber sie war ein viel zu faules Tier und nach Anbruch der Dunkelheit nie sonderlich aktiv. Eines Tages betrat eine unbekannte Besucherin zum ersten Mal den Wald. Eine junge Frau in einem wunderschönen Kleid. Sie marschierte eilig durch den Wald, so als sei sie auf der Flucht und blickte dabei kein einziges Mal über ihre Schulter. Viele Bewohner erspähten die Prinzessin beim Vorbeigehen, doch niemand traute sich, ihr zu helfen, denn der wilde Jäger war ihr auf der Spur. »Das ist nicht unsere Angelegenheit«, sagten sie. »Wir sehen lieber weg, denn der wilde Jäger war ein unnachgiebiger Mann, der nichts so sehr liebte wie Beute um dessen Ruhm.« Mess. Und des Geldes willens zu jagen. Nichts konnte sich seinem bohrenden Blick lange entziehen. Oh Gott. So lief die Prinzessin auf sich allein gestellt und ohne Hilfe so lange weiter, bis sie sich in dem großen Wald heillos verirrte. Völlig erschöpft und ziellos eilte sie voran, mit dem beharrlichen Jäger dicht hinter ihr. Plötzlich hörte die Prinzessin ein lautes Quaken von links. Sie vernahm das Geräusch so deutlich, dass sie sogleich wissen wollte, wo es herkam. Kurz darauf stieß sie zur großen Froschdame im kleinen Teich, die der Prinzessin ein freundliches Lächeln schenkte. »Bitte hilf mir«, sagte die Prinzessin. »Ich brauche einen Ort, an dem ich mich verstecken und Rast machen kann.« »Quark«, antwortete die Froschdame, und die Prinzessin legte die Stirn in Falten. »Bitte mach nicht solch einen Lärm, der wilde Jäger ist mir auf der Spur.« »Quark«, sagte die Froschdame abermals, so laut, dass die Prinzessin sich die Ohren zuhalten musste. Das Tier begann, wild umherzuspringen. »Was tust du nur?«, fragte die Prinzessin. »Sei still, oder er findet uns.« Aber die Froschdame quakte weiter und hüpfte aufgeregt um sie herum. Rechts und links auf und ab, quak, quak, bis die Prinzessin schließlich verstand, was es mit all dieser Aufregung auf sich hatte. Vorsichtig kletterte sie auf den Rücken der großen Froschdame, die sich sogleich mit einem gewaltigen Satz von dem Teich entfernte. Die Froschdame sprang so hoch und so weit, dass selbst der Jäger nicht mehr wusste, wohin die Prinzessin entschwunden war. Mit nur wenigen Sprüngen war die Prinzessin seinem bohrenden Blick entronnen. Ein paar Sprünge mehr und sie war wie vom Erdboden verschluckt. Die Prinzessin schloss ihre Augen und ließ sich von ihrem klugen Reittier tragen. Weniger als eine Stunde später hatte die große Froschdame das andere Ende des uralten Waldes erreicht, das in der Nähe des Ufers des tiefen Sees lag. Dort hielt sie lautlos vor einem großen verlassenen Holzhaus. »Danke«, sagte die Prinzessin und küsste das Tier. »Mein einziger Wunsch ist, dass du doch sprechen könntest, damit ich deine Absichten früher verstanden hätte.« Und als sie diese Worte aussprach, geschah etwas Unglaubliches. Die große Froschdame konnte mit einem Male sprechen. Ihre ersten Worte versetzten die Prinzessin in Staunen. »Der wilde Jäger ist mir immer auf den Fersen. Jetzt bist du sicher und ich hatte meine Rache. In diesem Haus hier kannst du bleiben.« Es wurde vor langer Zeit verlassen und niemand wird hier nach dir suchen. Dann, ohne noch ein weiteres Wort zu verlieren, sprang die große Froschdame zurück zum Teich. Und das war die Geschichte, wie die große Froschdame die Prinzessin rettete und die Gabe der Sprache erlangte. Schön. War nicht schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. War nicht schlecht. Kann man lesen. Oh. Ach, da muss ich lesen. Oh, ich muss ja jetzt alles lesen. Okay. Der Bär und die Prinzessin. Es war einmal im uralten und tiefen Wald ein alter Bär am Ufer des Flusses, der Jagd auf die Lachse machte, die zu ihrem Laichgründen unterwegs waren. Gerade als er ein besonders fettes Exemplar in seiner Pranke hielt, hörte er den Hilferuf einer jungen Frau. Kurz dachte er darüber nach, einfach seinen Lachs zu fressen, doch schon schrie sie abermals und der Bär machte sich auf der Suche auf den Grund.
der Suche auf den Grund zu gehen. Es dauerte nicht lange, bis er auf die Prinzessin traf, die sich an dem Wipfel eines Baumes klammerte, während unten ein Wolf hungrig seine Kreise zog. Für gewöhnlich würde sich der alte Bär in einer solch Angelegenheit nicht einmischen. Schließlich war auch er ein Raubtier und verstand den Drang des Wolfes, auf die Jagd zu gehen. Doch als er die Prinzessin sah, war er von ihrer Schönheit verzaubert und wusste, dass er helfen musste. Mit wildem Gebrüll stellte sich der Bär auf seine Hinterbeine und richtete sich zu seiner vollen Größe auf. Der Wolf knurrte und schnappte in seine Richtung, doch der Bär brüllte abermals und der Wolf machte sich mit dem Schwanz zwischen den Beinen ins Dickicht davon. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Geschichten sind ja gar nicht mal so schlecht, ne? Gucken wir mal. Der alte Bär ließ sich wieder auf seine Vorderpranken fallen und blickte zu der Prinzessin auf. Sie erwiderte seinen Blick voller Furcht. »Du kannst herunterkommen«, sagte er. »Woher weiß ich, dass du mich nicht bloß gerettet hast, um mich dann selbst zu verspeisen?«, fragte die Prinzessin. »Diese Frage ist wohl nur gerecht«, gestand der alte Bär ein, »aber ich verspreche dir, ich werde dich nicht fressen.« Die Prinzessin hatte keinen Grund, dem alten Bären zu trauen, doch der gütige Ausdruck in seinen Augen ließ sie langsam vom Baum herabsteigen. Als sie den Boden erreichte, sah der Bär sie einfach ruhig an. Also vermutete sie, dass sie wohl heute nicht gefressen werden würde. »Vielen Dank«, sagte sie zu dem alten Bären. »Gerne«, sagte er. »Darf ich dich zurück nach Hause begleiten?« »Sicher«, erwiderte die Prinzessin. Und so wanderte die Prinzessin und der alte Bär gemeinsam durch den Wald und zurück zum großen Holzhaus. Nach diesem Tag fand die Prinzessin gelegentlich Geschenke vom Bären vor. Ein frisch gefangener Lachs, eine Handvoll reifer Beeren, ein frisch erblühtes Hasenglöckchen. Eines Frühlings flutete eine plötzliche Eisschmelze den Weg zum Haus der Prinzessin und der alte Bär kam, um sie auf seinen Rücken über den Fluss zu tragen. Der alte Bär begann darüber nachzudenken, dass die Prinzessin seine Gefährtin sein sollte. Schließlich hatte sie selbst keinen Gefährten und brauchte einen und er könnte sie wärmen, ihr einen weitaus angemessenen Bau bieten, ihre Fische fangen und sie vor den Wölfen beschützen. Sie wiederum würde sein Fell bürsten, Beeren pflücken, ohne sie zu zerquetschen und diese eine bestimmte Stelle an seinem Rücken kratzen, die er einfach nicht erreichen konnte. Und so, wie sie sich um die Kobolde kümmerte, würde sie seinen Jungen eine ausgezeichnete Mutter sein. Wisst ihr, was ich gerade für eine Vermutung habe? Ist das vielleicht nicht alles so sehr erfunden, sondern eher von deren Vergangenheit? Also ist die Prinzessin vielleicht die Mutter, also diese Mary Ann? Und sind die beiden die Kobolde? Und der Jäger, dieser düstere, dunkle Jäger, ist das vielleicht deren richtiger Vater, der vielleicht nicht so gut zu den beiden war oder zu der Mutter? Und dieser Bär ist vielleicht irgendein Mann, der halt Interesse an ihr gehegt hat? Könnte das vielleicht sein? Eines Tages erschien der Bär mit einem aus Fichtenzweigen geflochtenen Ring. Und er bat die Prinzessin um ihre Hand. »Verzeih mir«, sagte die Prinzessin, »du bist ein sehr guter Freund und ich weiß alles zu schätzen, was du für mich getan hast. Doch heiraten kann ich dich nicht. Du bist ein Bär, ich eine Prinzessin.« »Es würde nie funktionieren. Der alte Bär war schwer betrübt. Können wir immer noch Freunde sein?«, fragte er. »Wir werden immer Freunde sein«, sagte die Prinzessin, »doch ich werde dich niemals heiraten.« Der alte Bär und die Prinzessin führten ihre Freundschaft fort und nach einem Jahr hielt er abermals um ihre Hand an und sie lehnte abermals ab. Ein Jahr später geschah es ebenso und ein weiteres Mal ein Jahr darauf, sodass die Prinzessin schließlich sprach, »Alter Bär, du bist mein treuer Freund und ich weiß alles zu schätzen, was du hier für mich getan hast, aber lieber ließe ich mich von den Wölfen fressen, als dich zu heiraten. Und so wird es immer sein. Ich habe alle Hände voll zu tun mit den zwei Kobolden, die unter meinem Haus leben. Und sie sind alles, was ich brauche.« Der alte Bär war von ihren Worten tief verletzt, doch endlich unterließ er seine Anträge. Die beiden blieben Freunde und er schenkte ihr weiterhin frisch gefangene Lachse, reife Beeren, frisch erblühte Hasenglöckchen. Doch nie wieder bat er sie um ihre Hand, so gerne es auch getan hätte. Und das war die Geschichte davon, wie sich die Prinzessin mit dem alten Bären anfreundete und wie sie ihn zurückwies. Aha, eine kriege ich noch hin. Ich glaube, das ist auf deren Geschichte basiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, ich mache jetzt in jeder Episode immer so drei. Okay, once upon a time. Es war einmal. Oh nein! Where is it? You looking for something in particular? My diary. You never told me about it. Yeah. With the way Marianne was, I tried extra hard to keep it a secret. Marianne. Yeah, that day she found out about it.
Oh, jetzt krieg ich gerade eine Erinnerung. Mom, where is it? What did you do with it? What now? I can't find my diary. I know you stole it. Give it back. Sweetie, whatever I do, it's just for your benefit. You read it, didn't you? You had no right to do that. I have the right to do whatever I need to protect my little girl. I'm not your girl. I hate you. You will always be my little girl. And no matter how hard you fight me, I'll fight twice as hard to keep you safe. Okay. I don't know how I never saw it coming. She told me right to my face. She was willing to hurt me to keep me from transitioning. Tyler, there is no way you could have known she'd go that far. I want my diary back. Her room was the only place I didn't look. Okay, but do you need to get it, like, now? That diary was important to me, Allison. Writing down my thoughts helped me realize who I am. Well, then let's go find it. Okay, jetzt müssen wir also doch in das Zimmer der Mutter. You think her room is still locked? It always was. I'm not looking forward to going in there. I know, but we'll have to eventually, and I need it back. Ich habe schon wieder eine Erinnerung. The Ice King finally caught the hag. His furious voice could be heard throughout the forest. For your wickedness, you will be eternally bound to the lake. What? No way. Quiet, let me finish. You will no longer be allowed to leave, not even under a full moon. The moon hag was imprisoned in the lake, and she never again tried to escape. And then the title. What do you think? Not bad, right? I guess that's okay. But I would have changed the end. What? No way! The Ice King. I totally forgot about him. That's because it was dangerous to mention his name. He was too powerful. Sind das alles so Leute in deren Umgebung? Leute in deren Umgebung, so die, vielleicht die Mondhexe, ist das vielleicht die Großmutter? Und der Eiskönig vielleicht der Großvater oder der Schwiegervater? So, das Zimmer war immer verschlossen, sagten sie gerade. Versuchen es trotzdem mal. Hold up. What? Remember this? Unfortunately. You must solve my riddle to earn the right to enter the princess's sanctum. Nothing a good hard shove won't take care of. I mean, yes, we could brute force it, but it might be kind of fun to finally solve it, right? We have different definitions of the word fun. Okay, well, if we break it, we're just gonna have to fix it for the sale. So let's at least try not to. You have the Book of Goblins? Yep. Hand it over. Mhm. Also doch, die Prinzessin. Die Mutter ist die Prinzessin. What are you looking for? The image on the door. It's making me think of a story from the book. One that Marianne wrote. You have a way better memory than me. Well, the Book of Goblins was my creation. And you'll never let anyone forget it. Here it is. The one about the princess's party. Give it a read. I think the symbols may represent something in the story. Okay. First ghost memories,
Now storybook puzzles. What a weird day. What a weird childhood. Touché. Okay, Buch der Kobolde. Die Biberfrau müssten wir jetzt eigentlich noch als nächstes lesen. Machen wir aber nicht. Wir lesen jetzt das. Die Feier der Prinzessin. Okay, soll ich die Biberfrau auch noch mal eben schnell lesen? Dann können wir nämlich, dann haben das nämlich abgehakt und dann können wir... So. Okay, die Biberdame repariert das Haus. Es war einmal in einem uralten und tiefen Wald eine kluge Prinzessin, die in einem großen Holzhaus lebte. Eines Nachts wurde das Haus von einem besonders mächtigen Sturm heimgesucht. Der Wind ließ die Schindeln auf dem Dach und die Bretter an den Wänden klappern. Er rüttelte sogar an den Pfählen, auf dem das Haus errichtet war, sodass die gesamte Struktur ins Wanken geriet. Die Prinzessin versteckte sich in einem Schrank und fürchtete, das ganze Haus könne einstürzen, während sie schlief. Am nächsten Morgen stand das Haus zwar noch, doch es war schwer beschädigt. Der Sturm hatte die Schindeln vom Dach gepustet und Bretter aus den Wänden gerissen. Er hatte sogar eine der Pfähle verborgen, auf denen das Haus errichtet war. Die ersten beiden Probleme konnte die Prinzessin angehen, doch das letzte bereitete ihr Sorge. »Was soll ich nur tun?«, fragte sich die kluge Prinzessin voller Verzweiflung, denn obwohl sie viele Dinge wusste, wusste sie nicht, wie man ein großes Holzhaus repariert. Just in diesem Moment kam der alte Bär vorbei, um zu sehen, wie die Prinzessin mit dem Sturm zurechtgekommen war. Als er sie dabei vorfand, die Bretter wieder an die Wände zu nageln, rief er: »Hör auf, Prinzessin, lass mich das für dich tun. Ich tue es gern«, sagte die Prinzessin. »Aber wenn du mir mit dem Dach zur Hand gehen willst, dann nur zu.« Als die beiden die Wände und das Dach wieder hergerichtet hatten, begutachteten sie den verbogenen Pfahl im Fundament. »Ich könnte mein gesamtes Gewicht dagegen stemmen«, sagte der alte Bär. »Ich bin sehr groß.« Mit diesen Worten stellte er sich auf die Hinterbeine, damit die Prinzessin auch wertschätzen konnte, wie groß er war, und warf sich mit seiner gesamten Masse gegen den Pfahl. Es folgte ein dumpfer Aufprall und ein lautes Knirschen und der Pfahl verrückte tatsächlich, doch viel zu weit, sodass er nun in die andere Richtung verbogen war. Die kluge Prinzessin entschied, dass eine große Präzision gefragt war und dachte sogleich an die steinalte Biberdame mit ihrem perfekt gepflegten Damm. Vielleicht kann sie helfen. Sie machte sich auf die Suche nach der steinalten Biberdame und fand das eifrige Tier dabei vor, wie sie einen vom Sturm beschädigten Teil ihres Damms mit frischem Schlamm nachbesserte. Der Großteil des Damms war jedoch unversehrt, weil die Biberdame sehr geschickt darin war, Dinge zu bauen. Die Prinzessin wusste, dass sie die richtige Ansprechpartnerin sein würde. »Biberdame«, sprach sie, »mein Haus wurde durch den Sturm beschädigt. Könntest du mir dabei helfen, es zu reparieren?« »Ich denke, das könnte ich tun, ja«, sagte die steinalte Biberdame und ließ ihre Arbeit an ihrem eigenen Bau stehen, um der Prinzessin zur Hand zu gehen. Die sehr alte Biberdame begutachtete das große Holzhaus und nickte. »Das wird nicht schwer zu reparieren sein«, sagte sie und machte sich an die Arbeit, den Pfahl mit ein paar gezielten Schlägen ihres Schwanzes zu richten. Als sie fertig war, streichelte die kluge Prinzessin der Biberdame den Kopf. »Vielen Dank, Biberdame«, sagte sie, »der Wind hat diese Schindeln vom Dach gepustet, die Bretter von den Wänden gerissen und sogar diesen Pfahl verbogen. Dank dir habe ich nun weiterhin ein Heim.« »Das ist doch nicht der Rede wert«, sagte die steinalte Biberdame und machte sich auf, um weiter an ihrem Damm zu arbeiten. In diesem Winter wurde die steinalte Biberdame krank, schwer krank. Sie konnte weder ihren Bau in Ordnung halten noch Essen suchen. Als die Prinzessin davon erfuhr, beschloss sie sogleich, der Biberdame Mahlzeiten zu bringen. Sie brachte ihr Eintöpfe aus Mais und Bohnen sowie Körbe gefüllt mit Borke und Zweigen von der Lieblingsespe der Biberdame. Eines Tages bemerkte die kluge Prinzessin, dass der Bau der Biberdame zu zerfallen begonnen hatte. Sie machte sich sogleich ans Werk. Und auch wenn sie dabei weitem nicht so talentiert war wie die steinalte Biberdame, so hielt ihre Reparatur den Bau dennoch warm und trocken. »Vielen Dank«, sagte die steinalte Biberdame. »Aber natürlich«, sagte die Prinzessin, »du hast mir geholfen, als der Sturm mein Haus beinahe niedergerissen hätte. Dank dir habe ich noch immer ein Zuhause und für diesen Gefallen revanchiere ich mich nur allzu gerne.« Die Prinzessin pflegte die steinalte Biberdame auch die nächsten Tage und Wochen, bis sie eines Tages den Damm erreichte und der Wald um sie herum still blieb. Kein Vogel zwitscherte, keine Zweige raschelten, keine kleinen Tiere krochen durch das Unterholz. »Oh«, sagte die Prinzessin und blickte traurig auf den Damm hinaus, denn sie wusste, dass die alte Biberdame gestorben war. »Leb wohl, meine treue Freundin«, und das war die Geschichte, wie die steinalte Biberdame das große Holzhaus rettete und wie die Prinzessin sich ihr gegenüber als dankbar erwies. So, und dann fangen wir jetzt hiermit an und dann war es das dann auch gleich mit der Folge schon mal. So. Die Feier der Prinzessin. So, da müssen, das ist jetzt mit dem Rätsel, da müssen wir jetzt gucken. Mit den Figuren. Eines Tages in einem tiefen, uralten Wald trug es sich zu, dass der
Prinzessin ganz schwer ums Herz wurde, weil sie genau vor einem Jahr von daheim weggelaufen war. Ihre Freunde im Wald spürten, wie traurig sie war, und klopften an ihre Tür. Die fromme, aufmerksame Pelikandame war vorangegangen und der stattliche, weitsichtige Elch hatte alle zusammengetrommelt. Der alte Bär mit seinem scharfen Pranken war auch da und auch die große Froschdame, die ständig vor sich hin quakte. Sogar der alte Bisam. Der eitle Bisam war gekommen, obwohl er sonst meistens nur nachts herauskam. Der Bär bot der Prinzessin an, sie auf seinem Rücken zu tragen, damit kein Wolf ihr etwas zuleide tun konnte. Und dann führten die Tiere sie zu einem Feental, wo sie ein wunderbares Fest vorbereitet hatten. Es gab ein Buffet aus Meeresfrüchten, das die Pelikandame aus ihrem stets gefüllten Schnabel auftrug. Die Luft war erfüllt von Feenlichtern, die der Elch verteilt hatte, als sich am Himmel Wolken zusammenzogen, und die gesellige Froschdame mischte erfrischende Getränke. Nur der Bisam hatte nichts beigetragen und ließ es sich auf Kosten der anderen gut gehen. Die Prinzessin hatte großen Spaß auf ihrer Feier, so großen Spaß sogar, dass sie ganz vergaß, ihren Freunden zu danken. Die Feen bemerkten das Versäumnis der Prinzessin und hegten einen Plan aus. Als die Prinzessin ihre Geschenke öffnen wollte, fand sie am Rande des Bergtals drei identische Schachteln vor. Verwirrt drehte sie sich um und ihr entfuhr ein erschrockener Schrei. Die gesamte Festtagsgesellschaft war verschwunden. Weil du deine Freunde als selbstverständlich erachtet hast, verkündete die gemeinen Feen, haben wir sie vor dir verborgen. Aber wir mögen Spiele. Errate, wer dir jedes dieser Geschenke bereitet hat, und du erhältst deine Freunde zurück. Die Prinzessin öffnete die erste Schachtel. Darin befand sich eine Fackel. Die wurde sie einmal entfacht, die Wahrheit enthüllte. Sagte die Prinzessin. Jemand möchte, dass ich mich im Dunkeln nicht im Wald verirre und dass ich richtig und falsch stets auseinanderhalten kann. Welcher meiner Freunde würde mir so etwas schenken? Okay. Sie öffnete die zweite Schachtel, darin befand sich ein magisches Schwert, das aus den Händen seiner Trägerin springen konnte, um sie zu verteidigen. Sagte die Prinzessin, niemand möchte mich vor jeder Gefahr beschützen. Welcher meiner Freunde würde mir so etwas schenken? Sie öffnete die dritte Schachtel, in ihrem Innern befand sich ein Geldbeutel, der immer Münzen bereithielt, wenn seine Besitzerin etwas wirklich brauchte. Sagte die Prinzessin, jemand möchte sicherstellen, dass ich mir Essen kaufen kann, wenn ich hungrig bin, und Kleidung, wenn ich friere. Welcher meiner Freunde würde mir so etwas schenken? Die Prinzessin dachte an ihre Freunde und ein selbstsicheres Lächeln schlich sich auf ihre Lippen. Liebe Feen, sagte sie, ich mag achtlos gewesen sein, doch ich weiß all die Gaben und Taten meiner Freunde zu schätzen. Sie gab Antwort auf das Rätsel der Feen, die sich zerknirscht gezwungen sahen, die Gesellschaft in einem bunten Lichtblitz wiederherzustellen. Die Prinzessin umarmte jedes der Tiere und dankte ihnen für ihre Geschenke, die Feier und alles, was sie für sie getan hatten, seitdem sie in den Wald gezogen war. Und das war die Geschichte, wie die Prinzessin ihren ersten Jahrestag im Wald beging. Und ich sage jetzt mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.